Wir haben endlich wieder 14 Uhr Montag. Wir starten in die Woche mit unserer tollen Bastelsendung. Patricia, schön, dass du da bist. Ja. Wir haben euch heute etwas Besonderes mitgebracht, denn wir haben ja immer jeden Montag was Besonderes geplant. Aber heute erfüllen wir uns, glaube ich, persönlich einen Herzenswunsch, weil es um das Thema Waben geht. Und wir reden eigentlich schon das ganze Jahr über Waben und dass wir was damit machen möchten, dass wir es euch nochmal präsentieren wollen, weil es dieses Jahr total im Trend ist. Und vielleicht erzählst du uns einfach mal so ein bisschen, was haben wir heute geplant? Warum kommen wir eigentlich auf das Thema Waben? Wie haben wir es mit Weihnachten kombiniert? Also was ist heute in der Sendung los? Also wir hatten ja schon, ich glaube Anfang des Jahres hatten wir ja den Hasenall schon mal bei Facebook gezeigt und das war ja auch schon so, wo wir gesagt haben, das ist wirklich so ein tolles Thema und wir haben gesagt, dieses Mal wollen wir nicht die kleinen Figuren machen, sondern ihr seht es hier schon, das Ganze in XXL und mit dem passenden Papier. Wir haben Vorlagen mit dabei, aber auch Formen, wie wir euch Schritt für Schritt zeigen, wie es genau funktioniert. Und wir haben noch eine kleine Überraschung später. Ja, dazu mehr, denn wir gucken gleich wieder, ob Alvin uns geschrieben hat, ob er Post für uns hat oder vielleicht, ob er etwas angestellt hat, aber Also das ich gucken meine, wir uns man sieht später es an. ja hier unten schon so ein bisschen. Also er hat ein bisschen getobt wieder. Ja, er hat mit dem Konfetti gespielt, also auch mit den Papieren. Wir haben nämlich wieder tolle Aktionen mitgebracht. Wir haben unseren Tonkarton in DIN A4, DIN A3, damit wir unsere XL-Waben gestalten können. Wir haben Lichterketten, wir haben Floristik und wir haben sogar Klebematerial, also eigentlich rundum Sachen, was man immer wieder braucht, nicht nur für die Waben. Also ich denke, da ist auch für viele was dabei, die vielleicht sagen, ich möchte noch mehr als nur Waben heute gestalten oder auch für den Bastelalltag das jetzt noch mal schön aufstocken. Dann geht es ja heute wirklich darum, dass wir XXL-Wabenfiguren gestalten. Wir haben nämlich, vielleicht habt ihr das auch gesehen, immer wieder in den Kaufhäusern und auch bei QVC riesen Wabenobjekte gesehen. Und wir dachten, wir Bastler wollen das selber machen. Wir wollen uns die Farben aussuchen. Wir wollen selber kreativ werden. Und deswegen haben wir auch schon seit Wochen getüftelt und euch Vorlagen vorbereitet. Also wir haben zwei neue Vorlagen für euch mitgebracht. Und da ist nicht nur eine Figur, sondern mehrere. Ja, da sind mehrere. Wir haben einen speziell zugeschnitten auf A3 und einen auf A4. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr sagt, oh, so XXL möchte ich es gar nicht haben, dann könnt ihr vielleicht die A4-Version nehmen, dann wird es ein bisschen kleiner. Ja, und ihr seht ja schon, was euch erwartet. Wir werden mit Vorlagen arbeiten. Wir haben sogar Grußkarten mitgebracht zum Thema Waben. Und wir haben noch ein paar Tipps, wie ihr selber Waben gestalten könnt. Wenn ich jetzt so auf den Tisch gucke, was ist dein absoluter Favorit? Also was ist deine Lieblingsfigur, die wir jetzt hier sehen können? Alle. Alle. Also ich tatsächlich finde die Tannen mega schön, weil wir die halt auch in unterschiedlichen Größen haben. Aber auch der Schneemann, da gebe ich später noch einen super Tipp, wie ihr den nicht nur in einfarbig, sondern auch in zweifarbig gestalten könnt. Aber natürlich auch unsere XL-Kerzen. Also es ist für jeden was dabei. Ich natürlich als Buch-Junkie liebe natürlich das tolle Buch, was wir hier vorne gemacht haben, Ja. sondern wir haben sogar ein Wabenbuch gestaltet. Also das werde ich mir tatsächlich heute nach der Sendung mit nach Hause nehmen. Das wird dann richtig schön in Szene gesetzt in meinem Okay, Bücherregal. also wir wollen Begeisterung von euch, denn wir freuen uns, dieses Thema jetzt präsentieren zu dürfen und euch alles Wichtige heute mitzugeben. Vielleicht inspiriert es euch ja auch und ihr startet durch und habt dieses Jahr XXL Bastelelemente, die man sich vielleicht sogar vor den Tannenbaum stellen kann oder neben den Kamin, wenn man einen hat, aufs Regal. Also ich bin gespannt, wo ihr das alles dekorieren möchtet und wie ihr die Gestaltung zu Hause dann vornimmt. Wir haben, wie gesagt, tolle Aktionen mitgebracht, die es heute und morgen wie gewohnt unter www.ideenmitherz.de gibt. Und natürlich blenden wir jetzt auch für euch die Hotline an. Da könnt ihr uns immer wieder erreichen, Bestellungen aufgeben und natürlich auch Fragen stellen. Wir gucken jetzt einmal, bevor es losgeht, einmal in die tollen Bastelarbeiten, die ihr uns zugeschickt habt. Und dann haben wir noch das Gewinnspiel, was wir Genau. euch erklären. Genau, hier hat Martina wunderbare Grußkarten gestaltet Oh ja. und wunderschön auch mit den Premium-Transfers nochmal in der Kombination. Das sieht richtig klasse nochmal Wirklich sehr aus. schick, wirklich super. Also die Kombination da nochmal. Und hier die Sterne, unsere Holzrahmensterne, die sind ja immer wieder ausverkauft, weil die so beliebt sind. Da kann ich euch schon mal den Tipp geben. Die sind Anfang Dezember wieder da. Also falls ihr euch die sichern möchtet, die kommen nochmal rein, weil noch ganz oft danach gefragt wurde.
haben wir die nochmal nachbestellt. Darauf könnt ihr euch auch freuen. Aber die sehen echt klasse aus, ja, die in Kombination. Sehen klasse aus. Und hier hat die liebe Beate die Leuchte nachgebastelt, die du mal mit Frauke gezeigt hattest. Also auch hier eine wunderschöne Leuchte gestaltet, aber auch die Grußkarte sieht natürlich richtig schön aus. Oh, super. Vielen, vielen Dank für eure tollen Bastelarbeiten. Wir freuen uns jede Woche, das hier mit euch gemeinsam anzuschauen. Deswegen jetzt nochmal der Aufruf, schickt uns gerne eure Bilder an facebook@ideenmitherz.de und dann gucken wir gerne gemeinsam in der Sendung rein, ja, was ihr uns Besonderes zugeschickt habt. Und jetzt kommen wir nochmal zu unserem Gewinnspiel, denn ihr könnt wieder was ganz Besonderes gewinnen heute. Genau, deswegen wieder fleißig dieses Video teilen und dann werden wir am Ende der Sendung wieder den glücklichen Gewinner oder die glückliche Gewinnerin auslosen. Und dieses Mal gibt es auch wieder ein prall gefülltes Überraschungspaket zum Thema der Sendung. Viel Glück und jetzt schauen wir weiter. Also wir rennen schon von einem Punkt zum anderen, damit wir endlich mit unseren Waben starten dürfen. Denn wie ihr sehen könnt, wir haben wieder Post vom lieben Alvin. Und eigentlich, da komme ich mal jetzt zu dir rüber, bevor wir uns den Brief anschauen. Denn wir haben diese Woche, also letzte Woche besser gesagt, schon so ein bisschen mit Alvin gesprochen. Wir waren ja im Kontakt, weil er uns auf etwas aufmerksam gemacht hat. Und ich glaube, er erzählt uns das auch in seinem Brief. Mhm. Ich könnte mal gerne vorlesen, was er uns schreibt. Hallo, liebes Bastelteam und an alle Bastler. Ich habe euch was mitgebracht. Das Thema ist zwar heute Waben, aber in 2 Wochen ist schon der erste Advent. Darum habe ich LED-Kerzen für euch mitgebracht und sogar Konfetti. Alles Liebe, euer Alvin. Also da nochmal vielen lieben Dank. Ja, wir haben ja letzte Woche schon mit ihm gesprochen. Ja. Er meinte zu uns, in 2 Wochen ist der erste Advent und wir haben auch was mitgebracht, wo wir euch ein paar Tipps und Tricks zeigen und sogar Bastelmaterial, womit ihr euch einen Adventskranz gestalten könnt. Sollen wir da schon, willst du da schon was sagen, was wir da genau machen? Wir haben nämlich unsere Kristallkerzen, LED-Kerzen mitgebracht. Oder beziehungsweise Alvin hat uns auf die Idee gebracht. Mhm. Und die werden wir als Adventsgesteck gestalten mit unserer tollen Floristikgirlande, die später auch noch kommt. Und die kann sogar noch in Kombination mit unseren Waben dekoriert werden. Also auch da eine super schöne Dekorationsmöglichkeit. Also heute trotzdem wieder eine schön gefüllte, bunt durchgemischte Sendung. Wir wünschen euch viel Spaß. Ich werde natürlich am Ende der Sendung wieder fragen, was euch vielleicht am meisten gefallen hat. Wir sind total gespannt, was ihr jetzt besonders schön findet. Mhm. Aber wir starten jetzt erstmal mit unseren Grußkarten. Zur Weihnachtszeit optimal, dass wir jetzt auch Grußkarten haben mit einem ganz besonderen Effekt. Denn wir können gleich unsere Wabenobjekte in die Karte einfügen. Wir haben 3 unterschiedliche Sortierungen für euch mitgebracht. Das sind nämlich Motivgrußkarten, wo ihr in die Mitte eure Waben einsetzen könnt, wie zum Beispiel hier. Also mit einem ganz besonderen Effekt, sobald wir die öffnen, haben wir dann ein Wabenobjekt, was wir einkleben können. Ihr habt pro Sortierung immer 10 Grußkarten in B6 plus die Umschläge und 5 verschiedene Designs. Das bedeutet 2-mal dieselbe Grußkarte. Und wir sehen jetzt hier eine Besonderheit, denn das sind Spezial-Doppelgrußkarten, die auf der Vorder- und Rückseite bedruckt sind. Ja, und das ist nämlich das Schöne, was wir vorne nämlich auch immer einen Platz haben, um zum Beispiel noch ein 3D aufzusetzen, einen Schriftzug aufzugeben. Das sieht man, ich greife mal kurz um dich rum. Zum Beispiel hier bei der haben wir hier, ach, die kommt jetzt sogar, ja, haben wir hier nämlich diesen wunderschönen Büttenrand hier oben. Da haben wir jetzt einfach mal liebe Weihnachtsgrüße reingegeben. Und innen ist dann hier der Bastelplatz nochmal für die tolle Wabe, plus dann hier noch mal ein paar Ecken, Stickerlinien drumherum. Und das sieht so schön aus, wenn wir dann einfach diese Waben da innen drin haben, weil das ergibt so einen tollen Effekt, wenn wir das Ganze dann aufmachen oder der Beschenkte es dann aufmacht. Ja. Ich finde, das ist immer so ein Highlight. Also ihr könnt die am besten mit Waben in Kombination verwenden, vielleicht auch sogar ohne. Das ist euch jetzt überlassen, aber wir geben den Tipp, dass ihr das natürlich jetzt als Spezialgrußkarte dann verwenden könnt. Übrigens kosten 10 Grußkarten plus die Umschläge heute und morgen 99 Cent. Die Artikelnummern sehen wir jetzt eingeblendet. Das ist die 009468 bis 009470 und da bekommt ihr insgesamt 10 tolle Grußkarten für 99 Cent, also fast 10 Cent eigentlich pro Grußkarte plus Umschläge, 80% Rabatt. Eigentlich ist das schon
ein Riesengeschenk. Ja. Und selbst wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt nicht so als Grußkarte verwenden, dann habe ich hier ganz viele Kleinigkeiten, die ich dann auch nochmal in 3D zum Beispiel aufsetzen kann. Oder ich nehme das Ganze als Kartenaufleger. Das geht natürlich auch, weil die beidseitig bedruckt sind. Wir werden euch gleich auch nochmal ganz genau erklären, wie das funktioniert. Aber wir gucken uns jetzt noch etwas Besonderes an, was wir benötigen, um diese tollen Grußkarten zu zaubern, und zwar Wabenobjekte. Wir haben euch verschiedene Wabenobjekte mitgebracht in den verschiedensten Designs und auch Farben und Größen. Und das Tolle ist, die muss man jetzt nicht selber zusammenstellen, sondern ihr bekommt die schon fertig, habt eine Klebelasche und dann öffnet ihr das Ganze. Vielleicht kannst du das nochmal mit beiden Händen öffnen und dann habt ihr euer Wabenobjekt schon fertig. Da sehen wir es jetzt einmal bei Patricia. Genau. Und dann einfach einmal komplett ringsrum. Und die zum Aufhängen, hier, die hier einen Aufhänger haben, da ist hier sogar schon der Kleber integriert. Das heißt, ich kann jetzt hergehen, kann das Ganze natürlich den, mal gucken, ob ich das jetzt hier so einmal schnell hinkriege. So, einmal komplett öffnen und dann gut zusammendrücken und schon ist es jetzt auch schon fertig und ihr habt einen tollen Baumschmuck. In den tollen Weihnachtsfarben und wir können gerne einmal durchgucken, was wir alles mitgebracht haben an Wabenelementen. Wir haben einmal die Glocke, die wir gerade gesehen haben und ihr habt immer 5 Wabenelemente, also Objekte für, Achtung, 99 Cent, 5 Stück jeweils, die sind nämlich auch reduziert. Die Artikelnummern sehen wir jetzt eingeblendet, wir hatten die Zwiebel dann noch mit dabei und wie wir es sehen können, die für die Karten haben keine Aufhängung, die dann vielleicht als Baumschmuck oder Fensterdekoration gestaltet werden sollen, haben wir sogar mit einer Aufhängung. Wir haben die ganzen Waben auch dann nochmal in Weiß, wie zum Beispiel der Eiskristall oder hier, danke, auch nochmal die Zwiebel in diesem tollen Weiß. Ich wollte es auch gerade sagen. Ja. Und das Schöne ist, das war so auch, wenn man das jetzt nicht zukleben möchte, kann man auch hier wieder entweder mit einem Klebepunkt oder Klettpunkt dran gehen oder Magnet und dann kann man es im Nachgang auch wieder öffnen, wenn man jetzt das Ganze nicht mehr dekorieren möchte. Ja, man kann die so platzsparend nochmal aufbewahren. Ja. Dann haben wir euch noch weitere Elemente mitgebracht, wie zum Beispiel, es ist glaube ich so eine Sonderedition, einmal genau den Stern und dann 2 von unseren Wabenzwiebeln. Da habt ihr nämlich insgesamt 6 Stück für 1,99 Euro. Und da sehen wir jetzt dieses tolle Papier, weil wir einmal... Wenn ich ihn nicht runterschmeiße. Das Altsilber und das Altgold. Da waren wir ja auch fasziniert von den Farben. Also die Farben sind echt klasse. Mhm. Also auch gerade hier dieses Altgold, das macht so, sieht so schön aus. Ja. Oder auch in der Kombination. Diese edlen Varianten, da habt ihr insgesamt 6 Stück von, jeweils für 1,99 Euro. Die Artikelnummer dazu ist die 009396 und dann die 01 oder die 02, je nachdem, für welche Farbe ihr euch entscheidet. Und dann haben wir noch mal etwas Funkelndes mitgebracht. Und zwar Wabenelemente in irisieren. Und wir sehen es jetzt bei dir. Das ist wirklich ein Hingucker und ein Traum, oder? Ja, also die sind wirklich ganz besonders hier mit dieser irisierenden Folie. Wir haben einmal den Tannenbaum, dann haben wir einmal hier die, ups, ich schmeiße sie schon wieder weg, die Zwiebel hier auch nochmal. Ja. Dann kommt die Glocke. Mhm. Wir haben jetzt hier die Aufhängung, nicht wundern, wir haben hier die Aufhängung abgemacht, weil die gleich noch in ein Bastelobjekt mit integriert werden. Und die Kugel. Übrigens sind die Wabenobjekte super, wenn ihr die als Baumschmuck verwenden möchtet, vielleicht auch als Dekoration. Wir haben noch später weitere Tipps, was ihr damit machen könnt. Aber das waren unsere verschiedenen Wabenobjekte. Die irisierenden kosten dann jeweils immer 1,99 Euro pro Sortierung. Und sogar hier habt ihr 60% Rabatt. Ja. Und die sind auch sehr, sehr groß. Also alleine, wenn ich jetzt hier mal meine Hand daneben halte, also die sind extrem groß. Alleine jetzt hier, der Tannenbaum hat eine schöne Größe. Aber auch hier jetzt zum Beispiel die Kugel, die du jetzt gerade in der Hand hältst. Ja. Also der Tannenbaum hat eine Größe von 11,5 cm, das ist ja auch schon schön groß. Und natürlich, die Kugel hat natürlich auch eine super schöne Größe. Und ich finde, man kann die beiden zum Beispiel auch hier super kombinieren. Jetzt zum Beispiel auch hier dieses wunderbare Silber hier mit diesen Folien hier, Wabenbällen. Das sieht natürlich auch ganz schön aus. Also dieses Irisieren, das ist richtig toll, wie das Licht sich da reflektiert und man so ein Farbenspiel hat. Also es ist hat ein richtiges Regenbogen mehr. Ja, wir gucken uns jetzt nochmal ganz genau an, wie das Ganze funktioniert, wenn wir unsere Wabenelemente in unsere Karten einarbeiten möchten. Das geht eigentlich super einfach und dann kann man sich nochmal dafür entscheiden, wie verziehe ich es außen, was mache ich innen noch rein.
Also ich würde sagen, los geht's. Ja, also ich habe mir hier jetzt schon mal eine Karte geschnappt. Ich fand jetzt diesen Blauton wunderschön, aber ich kann ihn gerne noch mal ein bisschen von oben zeigen. Dann sehen wir ihn nämlich noch mal schöner, weil ich fand hier diese Rotkehlchen so toll, dass wir die eben hier haben, oben noch mal mit der Bordüre. Und hier ist sogar schon einmal das Band mit abgebildet. Das heißt, wir müssen noch nicht mal eine Stickerlinie dran geben. So, das Einzige, was wir jetzt machen, ist hier einmal den Kleber oben abziehen. Und unten habe ich jetzt einfach Sticky Tape jetzt genommen. Das war jetzt eins zum Aufhängen, aber ich fand die Farbe so schön. Also ihr könnt auch jederzeit einfach mal das Band abmachen. Das sieht man im Nachgang nicht mehr. Und jetzt ist wichtig, dass ich es nicht direkt hier auf dieser Falz, die hier ist, weil die ganze Karte ist hier natürlich auch vorgenotet, nicht direkt drauf positioniere, sondern ungefähr so 2-3 mm einmal davon weg. Da drücke ich das jetzt schon mal fest. Hier habe ich ja meinen Kleber auch schon aufgetragen. Und das Einzige, was ich jetzt noch mache, ist die Karte einfach zuklappen und einmal mit ein bisschen Druck drauf drücken. Und wenn ich sie jetzt öffne, habe ich hier meine Wabe, die hier wunderbar in der Mitte sitzt. Vielleicht muss man die Waben noch mal so ein bisschen leicht lösen und dann haben wir einen ganz, ganz tollen Wabeneffekt. Dann haben wir ja bei dir schon gesehen, man kann die Vorderseite durch den Doppeldruck, also es sind wirklich Grußkarten, die wir selten haben, weil wir auf der Vorder- und Rückseite ein Motiv haben. Da können wir jetzt auch noch mal arbeiten. Ja, da sehen wir es. Erstens einmal diesen Effekt, wenn man das geschenkt bekommt. Man erwartet ja nicht, dass in der Karte noch mal so ein toller Effekt sich befindet. Also einmal das als Überraschung. Und schaut mal, wie schön die Karten gestaltet worden sind. Allein dieser Schwung, diese Goldtöne. Genau, also wir haben hier ganz, ganz tolle Grußkarten, die dann nach Hause kommen. Und auch hier, ich mache sie mal auf, verbirgt sich jetzt zum Beispiel unsere rote Zwiebel. Mhm. Und auch hier kann ich jetzt noch einzelne Effekte zaubern, könnte mit Diamond Painting noch ein bisschen weiterarbeiten. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte das Ganze vielleicht noch ein bisschen 3D-iger machen, dann könnte ich jetzt hier entweder noch die zweite Karte nehmen, mir die Kugeln ausschneiden und draufsetzen oder Diamond Painting Steinchen hier noch mit dazu drauf geben auf die Kugeln. Ja. Könnte natürlich auch wunderbar aussehen. Und hier jetzt eben gerade nochmal der Vergleich, die wo ich gerade einmal gemacht habe. Und auch hier hat man eine schöne Möglichkeit, ich klappe sie mal nochmal zu, Möglichkeit hier das Ganze nochmal zu beschriften. Und innen drin verbirgt sich dann die wunderbare Wabe. Tolle Ideen. So einfach könnt ihr effektvolle Grußkarten selber gestalten, leicht und sicher und dann zur Weihnachtszeit verschenken. Ich glaube, das ist dieses Jahr etwas Besonderes, was ihr euren Liebsten dann schenken könnt. Wir machen jetzt gleich direkt weiter. Wir haben mit unseren kleinsten Wabenobjekten angefangen. Und ich finde es toll, dass wir auch so ein bisschen in die Grußkartengestaltung noch mal reingucken konnten und kombinieren konnten. Und jetzt wird es immer größer und größer. Und ich glaube, es wird gleich schon riesengroß. Aber wir haben noch mal einen tollen Tipp für euch. Bevor wir jetzt loslegen, unsere XXL-Waben zu gestalten, gibt es heute einen besonderen. Dann müssen wir einmal noch mal hier rüber gucken. Ein besonderes Werkzeug für euch und zwar unseren Rollenschneider, den es, Achtung, Achtung, 50% Rabatt gibt für 12,48 €. Und vielleicht haben wir es lange nicht mehr gehört, aber jetzt zur Weihnachtszeit wird Sarah uns wieder ihre Weihnachtsgeschenke als Tipp vorstellen. Und das ist einer davon. Da meinte sie, unbedingt darauf aufmerksam machen. Ich glaube, das ist ein ganz tolles Geschenk jetzt zur Weihnachtszeit. Vor allem für den Preis. Entweder für euch selber oder vielleicht auch für einen oder eine Bastlerin. Wir haben den Rollenschneider, der schneiden und falzen kann. Wir haben hier beide Messer und auch das Falzelement, was wir nutzen können, um das Ganze zu benutzen. Wir haben hier nochmal die Skalierung. Wir können das Ganze öffnen, hier unser Papier reintun und dann, wie gesagt, entweder schneiden oder auch falzen. Das ist ideal für Papiere, die wir jetzt verwenden möchten. Aber auch ein Tipp von uns, vielleicht für Fotos, die ihr zuschneidet, für Dekorationen, Grußkarten selber zu gestalten, XXL-Grußkarten und vieles mehr. Passepartouts. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir jetzt nochmal ansprechen können. Mit unserem Rollenschneider könnt ihr euch nämlich Passepartouts ausschneiden. Ja, und das ist nämlich das Schöne, weil wir nämlich auch gezielt in der Mitte arbeiten können und können dann zum Beispiel auch hier so klapp, so Karten gestalten. Also das funktioniert natürlich auch super. Oder hier zum Beispiel so ein Täschchen, was wir hier gestaltet haben und dann hier einmal das genotet haben, zugeschnitten haben und dann sogar noch das Sichtfenster reingeschnitten haben. Da hatten wir ja eine Sendung zu, wo ihr euch nochmal die Bastelidee angucken könnt, aber vielleicht schauen wir uns noch einmal
unseren Rollenschneider gleich an, was wir damit machen können. Wir haben ja auch nochmal das Lineal hier, was wir verlängern können, falls wir etwas Großes zuschneiden möchten. Also da habt ihr nochmal ganz viele Variationen. Schön flach finde ich auch toll, dass es platzsparend am Basteltisch dann zu platzieren ist. Wie gesagt, 50% Rabatt, 12,48 Euro, das einmalige Angebot heute und morgen mit der Artikelnummer 013188 und ich werde das jetzt direkt an dich weitergeben, denn wir wollen sehen, wie schön dieser Rollenschneider schneiden und auch falzen kann. Ich würde sagen, los geht's. Verzauber uns, Patricia. Genau, das ist nämlich das Schöne, dass wir hier natürlich auch die komplette Skalierung haben und ich habe mir jetzt schon mal dieses wunderbare Grün geschnappt und wollen wir erst falzen oder wollen wir erst schneiden? Schneiden. Erst schneiden, okay. Also ihr könnt das natürlich einfach hier, ich komme mal ein bisschen runter. So, wir haben nämlich hier einmal die Anlegekante hier oben, wo natürlich auch nochmal das Zentimetermaß ist. Und du hast es gerade einmal gezeigt, dass man das Ganze natürlich auch verlängern kann. Also das ist auch überhaupt kein Problem. Das heißt, je nachdem kann ich mir das jetzt hier einfach einmal hier aufklappen. Natürlich erstmal hier unten die Klingen hier unten einmal dran geben. Und dann kann ich das jetzt einfach hier anlegen und kann hier passgenau sagen, okay, ich möchte das Ganze jetzt vielleicht, ich sage jetzt einfach mal auf 23 cm. Dann kann ich mir das hier einmal reingeben, runter machen wieder die Klappe. Und dann habe ich hier einen Haltegriff. Und an dem halte ich das fest. Und jetzt nehme ich einfach mein blaues Messer und kann das wie Butter einmal auseinanderschneiden. Und ich habe immer eine gerade Kante. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte ein Passepartout schneiden, kann ich das natürlich auch machen, weil ich das Ganze geht hier, da ist sogar noch ein bisschen Papier von mir von vorhin drin, was ich noch geschnitten habe, kann ich hier zum Beispiel auch anlegen, dass ich jetzt zum Beispiel sage, okay gut, ich möchte jetzt bei 3 cm, lege ich mir das jetzt hier an, nehme jetzt mein Messer, gehe jetzt hier ein Stück weiter runter, weil ich habe hier auch nochmal ein Lineal nochmal mit dabei und kann jetzt hier zum Beispiel anlegen, drücke das jetzt runter und kann jetzt hier meinen Schnitt setzen. Das heißt, ich gehe jetzt hier einmal runter, kann das jetzt wieder öffnen, habe jetzt hier meinen Schnitt im Papier, drehe das Ganze, bleibe jetzt hier wieder bei meinen 3 cm. Ja. Und kann jetzt einmal gucken, weil jetzt ist nämlich das Besondere, ich habe nämlich hier auch so kleine Markierungen auf meinem Messerchen. Ich gehe mal ein Stück rüber. Das noch mal ganz genau. Genau, und da sehen wir es, dass wir nämlich hier und hier nämlich so kleine Markierungen haben. Und jetzt kann ich nämlich ganz genau sehen, ah, hier ist meine Linie. Und da kann ich jetzt nämlich mit der Markierung hier einmal dran gehen. Dadurch, dass ich es hier oben hier einmal markiert habe, kann ich jetzt hier wieder runtergehen und habe dann eine passgenaue Ecke mir hier jetzt zum Beispiel gestaltet, wenn ich hier ein bisschen vorher weitergeschnitten hätte. Und habe das dann natürlich hier eine wunderbare Ecke, die ich hier gestaltet habe. So, damit könnt ihr dann eure Grußkarten zuschneiden, ein Sichtfenster gestalten, vielleicht sogar einen Rahmen für eure Bilder fertig machen. Viele verschiedene Möglichkeiten oder einfach mal so ein Winterpüppchen aus diesem Bereich rausgucken lassen. Ja, das geht natürlich auch super. So, und jetzt kommen wir, jetzt haben wir gerade geschnitten, jetzt kommen wir natürlich noch zum Falzen. Das heißt, ich lege das Ganze hier wieder an. Wir brauchen hier später zum Beispiel für das Buch bzw. für unsere Kerze, die wir haben, brauchen wir eine Mittelnaht. Also egal, was wir für Waben machen. Und je nachdem, wollen wir jetzt A4 machen, brauchen wir natürlich die Länge. Möchten wir das Ganze kleiner machen, dann halt in A5. Da muss man dann immer so ein bisschen gucken. Jetzt in dem Fall würde ich jetzt 10,5 mir hier einmal anlegen, festhalten. Jetzt habe ich hier oben mein Schneidwerkzeug hier oben einmal in der Garage und nehme jetzt mein weißes und mit leichtem Druck gehe ich jetzt hier einmal hoch. Und habe das Ganze jetzt hier einmal genutet, ich weiß nicht, wie man es am besten jetzt sieht. Ich knicke es mal, man, genau und jetzt sieht man, sehen wir, dass wir hier eine richtig scharfe Kante haben. Und ich kann jetzt einfach mit meinen Händen entlang streichen und habe eine gerade Linie gefalzt, ohne dass mein Papier jetzt hier irgendwie gebrochen ist oder so. Also das ist natürlich ein super Hinweis, um das Ganze zu nuten. Du hast ja jetzt Papier mit 150 Gramm einmal geschnitten und auch gefalzt. Wenn ihr das Ganze schneiden möchtet, könnt ihr das mit insgesamt 250 Gramm Stärke schneiden. Und falls ihr es falzen möchtet, könnt ihr das bis zu 180 Gramm Stärke an Papier schneiden und falzen. Und du hast jetzt eben schon über das Buch gesprochen, unser tolles Wabenbuch. Aber wir wollen euch jetzt auch nicht lange auf die Folter spannen. Wir legen direkt los und wollen uns jetzt endlich dem Wabenbasteln mit widmen. Wir legen
los mit unserer Vorlage. Die haben wir nämlich ganz neu in DIN A4, die wir hier jetzt sehen können. Ihr habt hier 4 verschiedene Wabenobjekte, die ihr nachgestalten könnt. Wir haben einmal unseren Tannenbaum, wir haben unsere XXL-Zwiebel, dann nochmal die 2 etwas kleineren, dass ihr auch nochmal mit Größen spielen könnt. Wir werden das Ganze nämlich auch als Aufhängung später nochmal präsentieren. Also hier nochmal unser erster Vorlagebogen mit den 4 Wabenobjekten. Und zwar in verschiedenen Größen. Und hier ist nochmal eine kleine Anleitung, wie das Ganze funktioniert. Das Ganze hat die Artikelnummer 0143118 und kostet 50 Cent. Die könnt ihr immer wieder verwenden. Das Ganze einfach als Vorlage ausschneiden. Hier wird auch nochmal Schritt für Schritt erklärt, wann ihr welche Klebepunkte setzen müsst. Aber wir gucken uns das gleich auch nochmal bei Patricia an, die erklärt uns das auch nochmal ganz in Ruhe. Und dann haben wir ja unsere Vorlage mit den 3 großen Wabenobjekten. 2 Tannen insgesamt in 2 verschiedenen Größen und den Schneemann, den wir heute noch gesehen haben. Also alle 3 auch nochmal drauf. Wie gesagt, da sind immer die Markierungen drauf, wann man welche Klebepunkte setzen soll. Und auch eine Anleitung, die Artikelnummer dazu ist die 0143118 02, kostet 97 Cent. Und auch hier haben wir einen Vorlagebogen, den wir immer wieder verwenden können. Ja. Dann brauchen wir etwas ganz Wichtiges, worüber wir heute schon gesprochen haben und teilweise das auch verwendet haben, und zwar Tonpapier. Und ich drehe das mal hier so um, dann sehen wir seitlich, welche Farbvielfalt zu euch nach Hause kommt. Wir haben 100 Papiere in DIN A4 reduziert auf 4,97 Euro. 28% Rabatt gibt es hier. 10 verschiedene Farben, also jede Farbe insgesamt 10-mal. Und das Wichtige ist, und das ist, wenn ihr mit Wabenelementen arbeiten möchtet oder euch Waben selber gestalten wollt, ganz, ganz wichtig, dass ihr auf die Grammatur des Papiers achtet. Und das habt ihr hier, denn wir haben hier insgesamt 150 Gramm, ein schön dünnes Papier, womit wir arbeiten können und damit dann unsere tollen Waben nachgestalten. Also diese 10 tollen Farben für 4,97 Euro, 100 Papiere insgesamt. Und dann haben wir das Ganze auch nochmal in DIN A3 für euch mitgebracht, ebenfalls reduziert in denselben Farben für 7,97 Euro. 10 verschiedene Farben, wieder mit 150 Gramm Grammatur, die wir verwenden können. Und wir brauchen fast alle Farben, um das nachzugestalten. Unser Tipp nochmal, falls ihr euch zum Beispiel den Rollenschneider sichert oder auch unser Schneidegerät habt, könnt ihr euch das in der Mitte zuschneiden und hättet dann nochmal 200 DIN A4 Papiere. Ja. Einfach in der Mitte zuschneiden, dann habt ihr nochmal ein DIN A4 Papier. Das könnt ihr dann für die etwas kleineren Wabenelemente benutzen, die auf den Bogen auch drauf sind. Und jetzt kommen wir zu einem Artikel, der, glaube ich, super beliebt bei euch sein wird. Es dreht sich um unsere Ultrahaft-Klebepunkte, die wir hier jetzt erkennen können. Wir haben die euch mitgebracht für 2,50 Euro heute und morgen. Da muss ich vielleicht sagen, schnell sein. Alles, was wir präsentieren, gilt ja eigentlich nur, solange der Vorrat reicht. Und ich glaube, das wird etwas sein, was super beliebt bei euch ist, weil wir die immer wieder benötigen. Ja. Wir haben einen Durchmesser von 1 Zentimeter, eine Stärke von 1 Millimeter, 200 Klebepunkte mit einer richtig starken Klebekraft für 2,50 Euro. Artikelnummer ist eingeblendet und wichtig ist hier, ich weiß gar nicht, ob ich das hier schaffe oder vielleicht sehen wir es bei dir, sieht zwar so aus, als hätte man weiße Klebepunkte, aber... Schaffst du es? So, ich hoffe. Wenn wir die abnehmen, die sind transparent. So, jetzt können wir es einmal sehen. Das sind transparente Klebepunkte, die ihr jetzt benutzen könnt. Was natürlich klasse ist, weil wir diesen Klebepunkt dann nicht mehr sehen und der eigentlich verschwindet. Also 200 Stück für 2,50 Euro mit Artikelnummer 013605. Und jetzt geht's los. Jetzt werden XXL-Waben gestaltet und auch gebastelt. Ich darf endlich. Du bist bereit. Wir legen jetzt los. Also das, was ihr natürlich braucht, ist Papier und natürlich die Vorlage. Das heißt, ihr schneidet euch erst einmal die Vorlage einmal aus. Und dann könnt ihr die immer wieder verwenden. Das ist eben das Tolle daran. Und ihr braucht
28, also wenn ihr jetzt hier mit unserem Tonkarton arbeitet, der 150 Gramm, braucht ihr 28 Elemente. Habt ihr jetzt dünneres Papier, reicht es auch zum Beispiel, wenn ihr 24 macht. Aber ihr müsst euch bedenken, umso dicker euer Papier ist, umso mehr Spannung ist dann auch auf den Wabenobjekt, sage ich jetzt mal. Und dann kann es halt sein, dass es ploppt. Deswegen ruhig ein paar mehr Elemente. Und dann geht ihr jetzt wie folgt vor. Ihr schneidet den jetzt hier einmal aus. So, und dann switchen wir einmal die Kamera. Dann habt ihr nämlich das eine ausgeschnittene Element. Legt das dann einmal hier als Vorlage einmal auf und zeichnet das Ganze einmal hier mit Bleistift nach. Das macht ihr, also ihr nehmt erst einmal euer, das sollte ich vielleicht auch dazu sagen, ihr nehmt erst einmal euer A4-Bogen und nutet den einmal in der Mitte. Deswegen habe ich das vorhin einmal schon einmal vorgemacht. Das heißt, bei 10,5 könnt ihr den nuten, dann einmal umklappen und dann zeichnet ihr das Ganze vor. Wenn ihr das dann 28 Mal gemacht habt, dann schneidet ihr eure Tanne einmal aus. Oder beziehungsweise eure 28 Tannen. Und dann haben wir hier diese Klebepunkte, diese Ultrahaftklebepunkte. Das ist wirklich meine absolute Empfehlung, wenn ihr mit Waben arbeitet, weil die haben so eine starke Klebkraft, dass es eigentlich nicht mehr ploppen kann. Deswegen empfehlen wir die und wir haben ja 200 drauf. Und wenn wir ja jetzt Waben machen, brauchen wir ja sehr, sehr viele. Deswegen mein Tipp, nehmt euch einfach eine Schere und schneidet das einfach einmal in der Mitte auseinander. Dann habt ihr keine 200, sondern ganze 400 und könnt dann damit schon mal eine ganze Menge arbeiten. So, und jetzt gehen wir wie folgt vor. Das heißt, wir haben jetzt hier einmal die Tanne, die ausgeschnittene. Das heißt, wir klappen die jetzt einmal auf, legen uns die jetzt hier einmal so daneben hin. Und jetzt sehen wir hier auf der Vorlage, ich warte jetzt einen Moment, bis wir noch ein bisschen näher kommen. Dann sehen wir das nämlich gleich noch mal ein bisschen besser. Kannst du uns noch mal unser Gewinnspiel erklären? Vielleicht für alle, die jetzt noch mal neu reingekommen sind und sich das Video angucken, können nämlich auch mitmachen. Genau, deswegen an der Stelle, jetzt sind wir mit der Kamera auch schön nah dran, fleißig dieses Video teilen und dann gibt es nämlich am Ende der Sendung, losen wir nämlich wieder ein Überraschungspaket aus an einen glücklichen Gewinner und eine glückliche Gewinnerin und das ist prall gefüllt mit den Waben wieder. So, also wenn wir das jetzt haben, legen wir das so nebeneinander und ihr seht jetzt hier schon immer eine 1 und eine 2. Das heißt, wir nehmen jetzt einmal die halbierten Klebepunkte und kleben jetzt überall an die Position, wo jetzt eine 1 ist. Ich mache es dann jetzt im Zweifel so, dass ich das jetzt hier flach reinmache, weil würde ich das jetzt einmal so hier dran kleben, hätte ich ja jetzt gerade hier bei der Fläche für meine 2 gar nicht mehr so den Platz. Das heißt, guckt da immer, habt ihr so einen geringen Abstand, kippt das Ganze einfach und klebt das dann quer einmal rein. Und das macht ihr jetzt einmal komplett erstmal mit den ganzen Einsen, komplett mit der Tanne drumherum. Wenn ihr das gemacht habt, abziehen einmal hier das Weiße und zusammenkleben. Dann habt ihr die Tanne hier einmal in der Mitte zusammengeklebt. Das macht ihr auch mit allen 28. Wenn ihr das gemacht habt, dann dreht ihr die Tanne um und überall, wo jetzt eine 2 ist, kommt jetzt auch hier außen wieder eine 2. Ich habe es jetzt einmal spiegelverkehrt gemacht, aber das ist ja auch egal. Ihr könnt euch das auch einfach so hinlegen, wie die Tanne hier jetzt abgebildet ist und legt jetzt überall hier jetzt eben eure 2 einmal an. Ja. Das macht ihr auch mit allen 28 Tannen, die ihr habt. Das habe ich jetzt hier schon mal vorbereitet. Also hier kleben alle 28 schon mal übereinander. Dann ziehen wir jetzt hier einmal unsere ganzen Klebungen hier einmal ab. Hast du dir das schon vorbereitet? Ja, ich habe das schon vorbereitet. Das sieht so schnell aus bei dir. Alvin hat mir auch tatkräftig geholfen. Wir sehen hier übrigens auch sehr schön, wie transparent die Klebepunkte sind. Genau, also hier, ihr habt es gesehen, ich habe das gerade abgezogen. Und jetzt setze ich das Ganze hier jetzt nochmal auf. So. Und jetzt gebe ich euch einen Tipp, weil unsere Ultrahaftklebepunkte brauchen immer so ein bisschen sich richtig anzuziehen. Das heißt, wenn ihr den Schritt jetzt habt, ihr habt alle 28 Elemente übereinander geklebt, dann nehmt euch einmal euren Stapel, den ihr habt, setzt ihn noch nicht zusammen, sondern presst das jetzt einfach, nehmt ein schweres Buch oder was ihr zu Hause habt und beschwert das Ganze. Wenn ihr das gemacht habt, so für ein halbes Stündchen, dann hat der Kleber richtig Kraft, sich anzusetzen. Und dann könnt ihr jetzt hierher gehen und wir ziehen jetzt das Ganze jetzt hier auch einmal ab. So, ihr seht auch, dass das super einfach geht. Und dann können wir jetzt hier das Ganze einmal abziehen. So,
Jetzt kam gerade die Frage, bevor ich es jetzt gleich einmal öffne, wie viel man denn benötigt, um so eine Tanne zu machen. Also ihr seht hier schon mal diesen tolle Effekt. Wundervollen Effekt. Also wollt ihr die einfarbig machen, ihr habt ja immer pro Farbe, habt ihr 10 einmal drin. Das heißt, ihr braucht dann, in dem Fall bräuchtet ihr jetzt 3 Pakete. Macht ihr das Ganze zweifarbig, dann ist es auch überhaupt kein Problem. Dann bräuchen euch 2 Elemente, beziehungsweise 2 Pakete. Also ihr könnt da so ein bisschen spielen, wie es euch am einfachsten erscheinen. Möchtet ihr es einfarbig, möchtet ihr es zweifarbig haben? Und dann gehe ich jetzt hier einfach, wie ich es hier mache, lege mir das hier hin, drücke das schön fest, überall, und schon ist meine Tanne fertig. Und so klasse sieht das dann aus. Und jetzt können wir natürlich das Ganze spielen und können die jetzt natürlich dekorieren in den verschiedenen Größen. Okay. Gehe mal langsam rüber. Ich muss gerade lachen, weil ich die anderen Tannen schon rübergebracht habe. Du hast es gerade schon gesagt. Also man hat die Möglichkeit, zweifarbig oder sogar mit 3 Farben das Ganze zu gestalten. Das geht natürlich auch, klar. Wenn wir uns das A3-Papier und auch das A4-Papier sichern und zum Beispiel die kleinen Elemente, also nur den A4-Bogen nutzen, dann könnte man nochmal den Tipp geben, alle A3-Papiere in der Mitte zerschneiden und dann habt ihr wieder A4-Papiere, die ihr verwenden könnt. Du bist jetzt bei jedem Wabenobjekt, was wir jetzt gleich auf dem Vorlagebogen sehen werden, nach demselben Prinzip gegangen. Wir können jetzt nochmal veredeln, indem wir vielleicht die Ränder nochmal beglimmern oder brushen. Genau, wir hatten ja letzte Woche dieses Fingerwachs. Mhm. Auch da kann man, bevor man zusammensetzt, einmal das richtig schön zusammennehmen, einmal mit dem Fingerwachs entlang gehen, dann vorsichtig hier nochmal dran gehen und die einzelnen Elemente hier so ein bisschen lösen, weil das klebt dann natürlich so ein bisschen zusammen und dann kann man das Ganze sich jetzt auch noch in diesem wunderbaren Goldton machen. Ich persönlich finde dieses zweifarbige ja echt schön. Wirklich toll. Also hier mit diesem dunkelgrün, hellgrün. Ich könnte mir die auch wunderbar auch in weiß oder auch in schwarz vorstellen. Also ja, sehr edel. Je nachdem, wo es reinpasst, oder in schwarz, in weiß, in der Kombi, kann man natürlich auch super machen. Und was darf jetzt natürlich in so einem Tannenwald nicht fehlen? Halt, Schneemann. Ein kleiner Schneemann. Ich habe jetzt noch mal eine Frage. Ich glaube, ich weiß es ja schon, aber vielleicht für euch noch mal ganz wichtig, wenn wir... Vielleicht hast du es auch schon erwähnt, könnte möglich sein, wenn wir diese Waben nach Weihnachten wieder sicher verpacken möchten. Gibt es da nochmal Tipps, wie wir die vielleicht zum Schluss zukleben, statt mit Klebepunkten? Ja, also ich habe die jetzt alle einmal mit zugeklebt, dass die komplett einmal ringsherum so sind. Mhm. Ihr könnt aber genauso gut, wenn ihr jetzt sagt, ich bin mir unsicher, wie soll ich sie verpacken bzw. verstauen, dann einfach den letzten Schritt nicht mit den Klebepunkten verwenden, sondern einfach entweder Klettpunkte oder Magnet kann man machen. Oder aber auch mit kleinen Klemmerchen. Also das heißt, dass ihr in den letzten Büroklammern oder kleine, wie heißen die denn, Wäscheklammern. Ja. Da haben wir auch so kleine aus Holz. Die kann man natürlich dann auch einfach auf die Rückseite nehmen und da, wo man es eigentlich kleben würde, einfach so eine kleine Klammer. Ich zeige euch das gleich mal. Wenn ich die Kerze hole, da habe ich sie nämlich gemacht. Okay, bevor wir jetzt weitermachen mit... Also der nächste Schritt ist eigentlich, wir haben unsere Waben fertig gemacht. Dann gibt es noch mal ein paar Bastelideen, wie wir das Ganze dekorieren können. Können wir einmal nur auf unserem... Genau, du kannst manchmal meine Gedanken lesen. Das ist manchmal verrückt. Auf dem Vorlagebogen schauen, was wir basteln, wenn wir was sehen. Also da sehen wir jetzt einmal den Schneemann. Den habt ihr auf dem A3-Vorlagebogen. Genau. Der würde dann so aussehen. Genau, der wäre dann so. Und da bei dem Schneemann, weil wir den jetzt gerade haben, ihr könnt ihn in Unifarben machen. Wenn ihr jetzt aber sagt, ich möchte ihn zweifarbig haben, weil ich möchte hier oben den Hut in schwarz haben, dann einfach hier bei der 2 einmal gerade rüberschneiden. Dann habt ihr eine gerade Kante. Dann baut ihr einfach den Körper vom Schneemann mit Kopf in weiß, den Hut zum Beispiel in schwarz, blau, lila, wie es euch beliebt, und klebt den dann im Nachgang einfach mit einem Tropfen Heißkleber übereinander. Geht natürlich genauso. Okay. Dann haben wir hier diese wunderbar große Tanne. Die ist hier auch einmal mit dabei. Ja. Das wären hier einmal die beiden. Und noch eine Nummer kleiner ist hier auch nochmal mit dabei. Aber das ist diese Riesentanne, die hier auch auf dem Bogen noch mal mit dabei ist. Die zweite Tanne sehen wir jetzt auch noch mal. Uns war es wichtig, dass wir verschiedene Größen haben, dass ihr auch ein bisschen staffeln könnt und das zusammen arrangieren könnt. Ja. Ich finde, das macht noch mal einen tollen Look, weil zwischen der ganz kleinen, die haben wir ja auf dem DIN A4-Bogen, ist noch mal ein größerer Höhenunterschied. Ja. Und hier sehen wir jetzt noch mal die beiden Tannen, die hier drauf sind. Und dann können wir uns gerne noch mal den A4-Bogen angucken. Ja, und da haben wir jetzt einmal die ganz kleine Tanne, die wir bei dir haben. Genau, das ist einmal die hier. Und eine von unseren Wabenelementen hier nochmal.
Also das ist auch nochmal drauf, ja. Genau, und bei der sieht man zum Beispiel schön, dass man die noch brushen kann. Ich glaube, da müssen wir gleich nochmal vielleicht von oben noch einmal die schauen wir uns vielleicht gleich nochmal an, wenn wir Tipps geben, wie wir das Ganze verbasteln. Dazu kommen wir jetzt. Wir haben ja verraten, wir haben heute sogar Floristik dabei, Dekofloristik und LED, was zur Weihnachtszeit natürlich nicht fehlen darf und auch nicht in dieser Show. Und da haben wir euch nochmal neue Artikel mitgebracht. Wir starten direkt mit unserer Deko-Girlande und den Kiefernzweigen, die wir hier sehen können. Unsere Deko-Girlande hat eine Länge von 150 cm plus 120 Kiefernzweige, die ihr einfach aus der Girlande entnehmen könnt und einzeln verwenden könnt, wenn ihr zum Beispiel euch kleine Floristikelemente gestalten möchtet für Grußkarten oder kleinere Bastelideen. Und wir sehen jetzt dieses tolle Grün und auch diese Farbverläufe, was natürlich total echt wirkt, wenn wir die verwenden. Also hier 150 cm lange Girlande für 4,98 Euro. Hier sparen wir nochmal 50% Rabatt. Die Artikelnummer dazu ist die 014011 und da bekommt ihr diesen ganzen Bündel als Girlande sogar. Sieht ganz schick aus. Und da haben wir auch nochmal eine Idee für euch, die wir gleich präsentieren, dass ihr das zum Beispiel auch als Tischdekoration verwenden könnt. Dann haben wir unsere Lichterkette mitgebracht. Zwei verschiedene übrigens. Wir schauen uns die erste an. Die gibt es nämlich einmal in Schwarz und auch einmal in Weiß. Die schwarze Lichterkette hat insgesamt 96 LEDs hier vorne. Und wenn wir hier nochmal gucken, die Lichterkette ist für den Innen- und Außenbereich. Wir haben ein tolles warmweißes Licht und ihr habt 8 verschiedene Leuchtmodi, die ihr verwenden könnt. Ich klicke mal jetzt so ein bisschen durch. Zum Beispiel dieses tolle Flackern, was so ein bisschen pulsierender ist. Oder dass das zweite LED jeweils dann immer wechselt, sieht auch ganz toll aus. Oder dieses Dimmende, was richtig schön hoch und runter dimmt. Dann haben wir nochmal hier diesen tollen Flackereffekt. Das mag ich immer sehr gerne im Weihnachtsbaum, weil es gibt nochmal so einen tollen Impuls. Das sieht mega aus, immer dieses Flackern. So, und ich habe in der Zwischenzeit noch ein bisschen gebastelt. Das sieht und aber natürlich gleich. Auch durchleuchtend. Das Ganze hat eine Timer-Funktion und ich glaube, das Besondere hier ist, dass es für den Innen- und Außenbereich ist. Da nochmal der Tipp, Timer-Funktion plus die Lichterkette sogar für draußen für 3,97 Euro. 008509 ist die Artikelnummer dazu, 47% Rabatt bekommt ihr hier. Und dann haben wir noch unsere weiße Lichterkette, also besser gesagt unsere transparente Lichterkette mit insgesamt 50 LEDs. Auch hier habt ihr eine Timer-Funktion. Und 50 schön leuchtende LEDs, die ihr verwenden könnt. Wir geben ja immer den Tipp, ihr könnt die zum Beispiel auch anmalen mit unseren Permanentmarkern. Dann habt ihr nochmal farbiges Licht und eine Timer-Funktion, was auch ganz wichtig ist. Die Lichterkette ist übrigens auch auf 3,97 Euro reduziert. Und die könnt ihr euch jetzt heute und, wenn ihr möchtet, sogar morgen sichern. Und wir gucken uns jetzt an, was wir Tolles gestalten können, wenn wir diese Wabenelemente mal aufbauen. Du hast jetzt eins schon mal aufgehangen. Genau. Oh, das sieht so toll aus. Ich habe hier gerade noch die Kieferngirlande, die Silvana gerade präsentiert hat, einmal schnell geklaut, weil mir kam nämlich gerade noch die Idee, oh, der Ast sieht noch so nackt aus. Mhm. Und dann war es so, ach, Kieferngirlande, drapier mal schnell drumrum. Ja, übrigens, den Ast, den haben wir ganz neu bei uns. Den gibt es gleich auch in den Empfehlungen. Unser Tipp vielleicht heute nochmal und unser Neuartikel, weil ihr die so toll aufhängen könnt. Die haben hier nämlich so Aufhängeösen, so kleine Haken, wo ihr das Ganze nutzen könnt. Und hier sehen wir jetzt unsere Zwiebeln. Einmal die kleinen, erinnert ihr euch dran, als wir für die Grußkarten das Ganze verwendet haben. Und dann nochmal die schön großen, die auf dem Bogen jeweils drauf sind. Und jetzt sehen wir es nochmal ganz toll, dass man die äußere Fläche auch nochmal brushen kann, wenn man möchte. Also hier nochmal der Unterschied auch. Also wunderbar hier auch nochmal, wenn man das einfach anbrusht, entweder mit Fingerwachs oder aber auch mit einem Stempel kann man das ganz gut machen. Ich persönlich würde das Fingerwachs empfehlen, weil dann hat man es so richtig schön mit dem Finger, dass man so drüber streichen kann. Also es sieht natürlich richtig schön nochmal aus. Und dann haben wir natürlich hier, ich komme mal hoch, hier das Ganze nochmal in der Kombination gestaltet. Und zwar haben wir hier einmal die Kieferngirlande, einmal um so ein Holzpodest rumgegeben und haben jetzt hier einfach mal die klare Lichterkette reingegeben. Und wenn ich jetzt hier einmal runtergehe, haben wir hier nämlich auch ein schönes Podest, ich um zum Beispiel unseren Schneemann hier rein zu drapieren.
Der wird dann auch so richtig schön angeleuchtet. Das wäre jetzt hier eine Möglichkeit, wie wir das Ganze nochmal gestalten können. Aber wir können das natürlich auch wunderbar hier einmal mit unserer Tanne machen. Auch das, finde ich, sieht mega aus. Da haben wir ja auch nochmal ein paar Tipps in den Empfehlungen später, wie zum Beispiel das Holzpodest. Genau, das Holzpodest. Und zwar haben wir da nämlich verschiedene Möglichkeiten. Wir haben nämlich hier einmal die große Version, hier einmal, wo wir den Schneemann reinsetzen können. Aber was ich auch total schön finde, ich nehme mal den Schneemann noch mal kurz raus. Wir hatten nämlich am Anfang, das hat uns nämlich die liebe Miri auch drauf gebracht, dass man das natürlich auch super schön als Schale verwenden kann dann. Und dann hier jetzt einmal unsere Wabenelemente vom Anfang jetzt hier einfach reindrapieren kann. Und das sieht richtig schön aus, wenn wir das in der Kombination machen. Jetzt muss ich mal gucken, ich brauche noch ein paar rote. So, dass wir die dann einfach so dazwischen drapieren. Vielleicht noch ein paar goldene dazu. Also ihr seht, wir können hier richtig schön spielen mit dem Ganzen und dann eben so ein ganz, ganz tolles Arrangement machen. Genau, du kippst mal schön, während ich hier noch so ein paar reingebe. Und ihr könnt jetzt wirklich gucken, wollt ihr ein paar mehr, wollt ihr ein paar weniger? Also ihr könnt richtig gucken, was gefällt euch am besten hier dann von der Dekoration her. Und dann haben wir hier unten dieses indirekte Licht. Und auch die können wir jetzt, dadurch, dass die Lämpchen ja frei sind und so ein bisschen abstehen, können wir die jetzt noch so ein bisschen hochtrapieren, dass die so richtig schön durchleuchten. Oh, eine schöne Tischdekoration. Wir haben später auch noch unsere LED-Kerzen. Ihr könnt auch zum Beispiel 4 Kerzen hier nochmal hinzutun, habt einen besonderen Adventskranz. Das ist möglich und das ist eine tolle Kombination. Wir haben einmal unsere Kiefern-Girlande, die wir um dieses Holzpodest nochmal drapiert haben, aufgeklebt haben. Wir haben die Lichterkette und unsere Streudeko. Ich weiß gar nicht, ob wir das auch schon gezeigt haben, was eigentlich der Tipp heute ist, weil wir jetzt auch gleich alle weiteren Wabenobjekte da nochmal mit kombinieren können. Genau. Oder wir machen hier einfach mal einen Metallring, den wir hier haben und wickeln da einmal die Girlande drumherum und dann können wir hier jetzt auch wieder einmal von dem Holzpodest das jetzt einfach mal so übereinander legen und auch hier kann man jetzt erst wieder das Dekostreu reingeben oder dann eben den wunderbaren Schneemann hier reinsetzen. Ich finde das aber auch einfach mal ganz schön, wenn der jetzt hier zum Beispiel komplett frei schwebt. Dann natürlich da jetzt mein Tipp in dem Fall, erst ein bisschen was von dem Streu einmal runter geben. Genau, du machst es gerade schon auch. Das heißt, erst einmal so ein bisschen was davon reingeben. Und dann macht ihr ihm eben wie so ein Bett. Könnt das noch so ein bisschen verteilen. Und dann sitzt der jetzt hier auch richtig schön einmal drin und habt eine schöne Dekoration. Und dann könnt ihr hier natürlich jetzt selbst auch mit den Lichterketten jetzt nochmal drumherum. Sieht das auch klasse aus. Oder hier jetzt zum Beispiel unsere Tanne hier jetzt nochmal mit dazu reingegeben. Also ihr seht schon, wir können mit den Podesten wahnsinnig viel spielen. Was ich auch schön finde, ist jetzt zum Beispiel hier jetzt die Kieferngirlande einfach mal zu nehmen und hier jetzt auch den Schneemann mal nur so frei reinzusetzen. Finde ich auch total schön. Oh, klasse. Wir haben diese, das sind übrigens die Podeste, diese runden Holzpodeste, von denen wir gesprochen haben. Die sind holzfarben. Wir haben die einfach in weiß angemalt. Ja. Das ist ganz einfach gemacht und ihr habt 4 verschiedene Größen und ihr könnt wirklich alle 4 Größen für alle Wabenobjekte jeweils benutzen. Genau. Es ist entweder kleiner, größer. Ihr könnt es so nutzen, dass ihr es als Tablett habt und dann die Streudeko, genau, oder komplett als Podest, was auch möglich ist. Dann müsste ich nicht noch mal darum bitten, dass wir uns vielleicht noch einmal die Kiefern-Girlande angucken können, die wir mit einer Lichterkette kombiniert haben. Patricia ist jetzt einmal kurz weg, ist aber sofort wieder da. Weil das ist auch ganz toll, wenn man jetzt den Tisch zur Weihnachtszeit dekorieren möchte. So, wir schieben die Waben mal kurz so ein bisschen auf die Seite. Und zwar haben wir hier jetzt einfach die Kiefern-Girlande. Die ist ja, hat ja eine richtig schöne Länge ja auch. Und da kann man jetzt hier noch mit ein bisschen Floristik oder auch mit einer Lichterkette noch mal mitarbeiten und kann die jetzt richtig schön auch so ein bisschen verschnörkeln, ruhig einmal drapieren und auch hier kann man jetzt zum Beispiel wieder eine Wabe dazustellen. Also toll. Oder eben was von den Kerzen, wenn man noch zu Hause hat. Ruhig mal verschiedene Größen auch noch mal kombinieren. Hier jetzt vielleicht die etwas kleinere und hier sitzt jetzt noch die ganz kleine. Also ihr seht schon, wir können hier richtig schön kombinieren. Einfach mit der Kieferngirlande jetzt richtig auf den Tisch dekoriert, eine schöne Weihnachtstafel gestalten. Das ist das Tolle, dass wir diese schöne Länge haben. 150 cm schön üppig auf dem Tisch verteilt. Und eigentlich sieht die ja richtig schön vollgefüllt aus. Das Einzige, was ihr jetzt noch hinzufügen könnt, ist entweder die Lichterkette von heute, die wir im Angebot haben. Oder vielleicht auch nochmal andere Lichterketten.
ein paar farbige Elemente noch dazu. Holzelemente wären vielleicht noch ein toller Tipp. Und schon habt ihr diese tolle Dekoration für euren Tisch. Das finde ich doch klasse aus. Ich finde es auch richtig schön. Ich will das eigentlich gar nicht wegtun. Bleibt jetzt einfach, wir basteln drumherum. Also meine Mama wird sich heute, glaube ich, auch freuen, wenn ich erstmal heute alles mit nach Hause nehme und wir die, ja... Das zu Hause. Buch, das kriegst du nicht. Das krieg ich nicht. Ne? Vielleicht bastelst du mir ja noch eins. Ja, also ich bin gespannt, vielleicht kriegen wir es. Also es wird heute farblich perfekt zu dir passen. Ja, oder? Ich bin heute komplett in Pink und so wie dein Buch. Und bevor wir uns jetzt der tollen Aktion von Ivy widmen und uns nochmal angucken, wie wir besondere Adventskränze gestalten, gucken wir uns vielleicht auch dieses Buch an. Denn wir haben euch jetzt erklärt, wie ihr mit unseren warmen Vorlagen arbeitet. Das ist ja ganz einfach. Aber wenn ihr zum Beispiel das Buch gestalten möchtet oder aber auch diese XXL-Kerzen, die wirklich riesengroß sind und die richtig toll aussehen, da müssen wir, glaube ich, noch mal einen Blick drauf werfen, um zu zeigen, wie bastelt ihr euch eigentlich eure eigenen Wabenobjekte. Und du hast jetzt dein Lieblingsbuch schon mal mitgebracht. Mein Buch sieht das Ganze aus. So, ich hole mal meine nächste Schale, die wir natürlich brauchen. Und jetzt kommt es drauf an, wir zeigen erst das Buch, oder? Ja, wir können gerne erst das Buch zeigen. Ein kleiner Tipp. Die Kerze funktioniert eigentlich fast genauso. Also sie funktioniert eigentlich identisch. Ja. Nur, dass wir hier eine andere Faltung haben. Also das hier wird einmal im A5-Design einmal gefaltet. Also wenn ihr ein A4-Blatt habt, einmal in der Mitte gefaltet, dass wir A5 dann vom Format her haben. Und die Kerze wird hochkant gefaltet. Aber das zeigen wir gleich einmal. Okay, und wir starten jetzt mit dem Buch. Also, genau, wir starten mit dem Buch. Alle, die wissen wollen, wie dieses Buch funktioniert... Wer sich das zu Hause nachgestalten möchte, hört jetzt Patricia ganz besonders zu. Genau, dadurch, dass wir hier jetzt nicht so feine, detaillierte Waben haben, wie jetzt bei den anderen Wabenobjekten, reicht es hier tatsächlich, wenn wir hier die 24 Elemente machen. Ich habe tatsächlich das Buch sogar nur mit 20 Elementen gemacht. Okay. Also das kommt ihr auch hin, mit 20 Elementen überhaupt kein Problem. Ihr nutet das jetzt hier einmal wieder in der Mitte, schön mit unserem Rollenschneider. Das habe ich jetzt hier einmal schon gemacht und jetzt habe ich euch hier einmal was aufgeschrieben. Und zwar habe ich mir hier nämlich eine kleine Legende euch einmal. Ich lasse es auch erstmal liegen, dass ihr auch schön stoppen könnt, das Ganze. Und zwar funktioniert es hier wieder genauso. Das heißt, wir haben wieder die Einsen und die Zweien. Das heißt, ihr klebt erstmal überall eine Eins drauf, wo, damit wir das Ganze zusammenkleben können. Also überall, wo jetzt hier die Eins steht, kommt dann auch bei euch erst einmal die Eins drauf. Dann wird das Papier zusammengeklebt. Das macht ihr dann mit allen 20 bis 24 Elementen, je nachdem, wie ausladend ihr die Waben haben möchtet oder nicht. Und dann setzen wir die ganzen Elemente mit der 2 einmal dann übereinander. Mhm. Und wenn wir das dann gemacht haben und das dann öffnen, dann bekommen wir nämlich eben diese wunderschöne Wabenform. Damit das hier unten, ich drehe es mal um, noch ein bisschen stabiler ist, habe ich hier einfach nochmal zwei DIN A4 Papiere zusammengeklebt, damit wir eben diese Fläche hier haben. Und ihr seht es hier eben schon, möchtet ihr das ein bisschen enger zusammen haben, dann nehmt die 24 Elemente. Wenn ihr sagt, ich möchte das gerade so schön offen haben, dann bleibt bei 20 Elementen. Und ihr seht auch hier, das lag jetzt das komplette Wochenende hier so, da geht nichts mehr auseinander. Also auch selbst wenn ich jetzt hier mal so richtig das bounce, da springt nichts auf und gar nichts, weil wir eben diesen tollen Kleber von unseren Ultrahaftklebepunkten haben. Und hier würde ich es genauso machen, das heißt, dass ihr wieder das Ganze einmal halbiert. Ihr könnt es aber hier, weil wir eben diese weiten Waben haben, natürlich auch mit dem kompletten Klebepunkt einmal machen. Frage. Ja. Kann man das Buch auch mit Wellenrand machen? Kann man genauso machen. Das heißt, wenn ihr das jetzt hier einmal, ich nehme mal mein Papier nochmal zur Hand, das heißt, ihr faltet das ganz normal wie in das A5-Format und dann schneidet ihr jetzt hier, hier und hier einmal mit der Konturenschere entlang. Schaut halt nur, dass ihr eine gerade Kante bekommt, könnt das Ganze dann hier einmal zuschneiden und dann macht ihr es genauso, wie es hier auch nochmal steht, die 1 erstmal zusammenkleben und dann die 2 übereinander und dann haltet ihr jetzt hier einen schönen Wellenrand hier oben. So, das geht genauso. Jetzt schauen wir uns nochmal an, wie die XXL-Kerzen gestaltet werden. Ja. Da war es ja auch ganz wichtig zu achten, wie ich das Papier falte. Je nachdem wird es entweder in die Breite oder in die Höhe ein Stück schmaler. Genau, hier ich hole die Kerzen. Zum Vergleich, also entweder ihr nehmt das A5
Format. Ja. Dann ist es eher das buchige Format. Mhm. Wollt ihr jetzt aber wirklich in die Höhe eine Kerze haben? Ich meine, ihr könnt natürlich auch so eine dicke Kerze machen. Ja, natürlich. Wir können es gleich auch nochmal im Vergleich sehen, was für einen Unterschied das macht. Funktioniert genauso. Ich persönlich finde es schlanker, einfach ein bisschen schöner bei einer Kerze. Aber ihr könnt machen, wie ihr wollt. Das heißt, da macht ihr eben wieder die 10,5-Faltung bzw. Nut, wie wir es eben bei den Tannenbäumen genauso haben. Und auch hier habe ich euch jetzt das Ganze einmal wieder, dieses Mal mit Klebepunkten, weil das Schema, wo habe ich es aufgeschrieben, ist tatsächlich dasselbe. Also ihr seht das jetzt auch hier wieder. Ich habe hier natürlich jetzt in einem flacheren Segment einmal hier die 1 links und rechts und hier oben das Ganze jetzt einmal gemacht. Das Ganze werde ich jetzt hier einmal auf die Schnelle abziehen, weil wir brauchen das Element ja gleich einmal nochmal. Ja. Und dann zeige ich gleich einmal das zweite Element. So. Das haben wir jetzt einmal abgezogen. Das heißt, wir falten das einmal zusammen. Das heißt, das ist jetzt immer noch derselbe Schritt. Und jetzt haben wir hier einmal unsere zweite Klebefläche. Da haben wir hier einmal hier unten die 2, hier oben die 2, in der Mitte nochmal die 2 und links und rechts nochmal dasselbe. Das ziehen wir jetzt auch schon einmal ab. So. Zap, zap. Und dann machen wir das hier auch bei der Kerze, sind es tatsächlich 24 Elemente, die ich hier auch verwendet habe. Also weil wir da ja einmal komplett ringsrum gehen. So, jetzt muss ich das hier auch noch machen. Ich habe gerade die falsche Seite abgezogen, aber das ist nicht schlimm. Ihr seht schon die XXL-Kerze im Anschnitt. Ihr seht schon so ein bisschen die XXL-Kerze im Anschnitt. So, jetzt ziehen wir das hier auch einmal ab. So, dann auch hier wieder das letzte Element aufkleben. Mhm. So, auch hier wieder wichtig, würde ich euch den Tipp geben, jetzt ruhig einmal beschweren das Ganze und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Das heißt, auch hier habe ich jetzt wieder diesen tollen Effekt. Wow, ich liebe das, wenn man die Wabe öffnet und dieser tolle Effekt kommt. Und jetzt brauche ich einmal Silvana, weil ihr stellt euch das Ganze einmal jetzt hier auf und da, wo ihr jetzt hier einmal, so, ich mache es mal so, einmal jetzt kleben würde. Also hier würden wir jetzt kleben und da könnte man jetzt zum Beispiel so eine kleine Klammer dran setzen. Soll ich die genau, setzen die ruhig auf, genau. Und hier unten jetzt auch einmal. Genau, und das Ganze machen wir jetzt hier oben auch einmal. Das heißt, wir haben jetzt auf der Rückseite einmal unsere drei Klammern, wo die drei Klebeflächen wären. Und jetzt kann ich das Ganze natürlich aufstellen und habe jetzt natürlich einen wunderschönen Zylinder. Und jetzt brauchen wir natürlich noch unsere Flamme. Das heißt, ich stelle das jetzt mal kurz nach oben. Und zwar, da machen wir es jetzt einmal so. Da würde jetzt in dem Fall das Format für die kleine in zum Beispiel A5 auch reichen. Das heißt, ihr halbiert nochmal den A4-Bogen. Wenn ihr die große A3-Kerze machen wollt, ist es tatsächlich auch ein A4-Bogen, den ihr dann für die Flamme braucht. Das heißt, den halbiere ich mir hier jetzt einmal und jetzt zeichnet ihr euch hier eine, ich nenne es jetzt einfach mal Tropfenform einmal auf. Wir haben hier auch einfach so einen Tropfen. Wir haben, wenn ihr euch schwierig tut bei der Form, wir haben hier auch Windradfolienscheiben bei uns im Shop. Vielleicht da einfach mal gucken. Wenn euch da die Form gefällt, könnt ihr natürlich auch das als Schablone verwenden. Und auch hier habe ich euch das Ganze jetzt mal aufgezeichnet mit Bleistift. Das heißt, wir haben hier oben an der Spitze einmal die 1, hier unten einmal die 1 und hier einmal am Bauch die 1. Und dann hier oben dazwischen und unten jeweils die 2, damit wir das dann Ganze verschließen können. Mhm. Und auch hier wieder die 24 Elemente übereinander gesetzt. Und auch hier können wir das Ganze jetzt wieder so machen, dass wir das Ganze mit den Klemmerchen zusammen machen. Das heißt, auch hier wieder einmal hier oben, einmal mit der Klammer und einmal hier unten. Ich habe hast du eine verloren? Silvana findet sie. So. Sie erkennt das genau. Bei mir. Und hier unten auch einmal. Zack. So, und jetzt ist sie verschlossen. Das heißt, wenn ich jetzt hergehe und sage, ich möchte jetzt zum Beispiel nach Weihnachten das Ganze wieder aufmachen, dann nehme ich die beiden einfach raus und habe sie dann wieder sehr, sehr flach, dass ich das Ganze verstauen kann. Mhm. Wenn man möchte, könnte man jetzt auch mit den Klett oder mit den Magneten arbeiten. Genau, das könnte man genauso machen. Dann gucken wir gerne jetzt einmal wieder zu uns, zu den XXL-Waben-Elementen. Genau. Und hier sehen wir jetzt einmal die zwei Kerzen. Ja. Und jetzt ist es nochmal ganz wichtig, wie machen wir das eigentlich, wenn wir die Flamme aufsetzen? Genau, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Wenn ihr, sage ich hier mal, ihr möchtet das zusammenkleben und so weiter, dann könnt ihr jetzt einfach hier unten, genau hier, wo das Loch ist, einmal einen Heißkleber machen und das Ganze dann jetzt hier einfach aufsetzen. Das wäre Version Nummer 1. Version Nummer 2 wäre, ihr nehmt euch jetzt einen Holzstock. Ich habe mich jetzt hier für den viereckigen entschieden, weil der rutscht mir da nicht durch. Schiebt den jetzt rein, dann bleibt der nämlich richtig schön stehen.
stehen, muss ich das hier unten leicht einmal öffnen, damit ich das hier drüber ziehen kann. Und schon sitzt meine Kerze auf und ich kann es natürlich jederzeit wieder einmal lösen. Das haben wir hier natürlich genauso gemacht. Also hier sitzt auch der Holzstock einmal drunter und ihr seht schon im Vergleich einmal hier die A3-Version. Die hat ungefähr eine Größe von 50, 60, würde ich jetzt mal schätzen. Und natürlich dann hier einmal die kleinere Version in A4. Und jetzt nochmal der Vergleich, wenn man es hochkant oder auch quer faltet, hat man ja eine verschiedene Tiefe und auch eine Höhe. Das würde dann jetzt nochmal die andere Version sein, wenn man sie so ein bisschen breiter haben möchte. Also ich kippe die einfach mal, dann sehen wir jetzt einfach mal auch nochmal den Breitenunterschied. Also die ist dann wesentlich tiefer, die ist etwas schmaler, aber dafür halt höher einfach. Also da könnt ihr auch gucken, was möchtet ihr lieber, was gefällt euch lieber. Das hatten wir auch noch nicht. XXL-Kerzen aus unseren Wabenelementen zum selber gestalten für euch. Ich glaube, jetzt ist die Zeit, wo man das nachmachen kann. Ich bin jetzt da dahinter gehe, bin ich weg. Boah, ich finde, wenn man das so im Wohnzimmer stehen hat oder vielleicht auch im Eingangsbereich, ist es auf jeden Fall ein echt toller Hingucker. Ja, oder wenn man so einen Treppenaufgang hat und dann geht das ja oftmals so ums Eck und da dann die so ein bisschen in verschiedenen Höhen drapiert, stelle ich mir. Da wären wir dabei, oder? Ja. Jetzt kommen wir noch zu unseren kleineren Kerzen. Wir haben ja nämlich unsere LED-Kerzen mitgebracht. Aiwin hatte ja letzte Woche mit uns gesprochen und hat uns gebeten, noch ein paar Bastelideen mitzubringen, wie wir einen Adventskranz gestalten können. Und wollte auch unbedingt, dass wir unsere LED-Kerzen in Kristalloptik für euch reduzieren. Wir sehen schon wieder, dass Aiwin seine Finger im Spiel hat. Für 3,48 Euro gibt es jeweils zwei von unseren LED-Kerzen in Kristalloptik. In diesem tollen Design oder vielleicht auch in diesem Design, wie ihr es gerne haben möchtet. Die haben eine Höhe von 15,5 cm. Das Tolle ist, das sehen wir leider bei diesem Licht hier bei uns im Studio nicht, aber ihr habt hier ein LED, was das Ganze richtig schön ausleuchten lässt und die Batterien sind schon inklusive. Also 50% Rabatt auf jeweils zwei von unseren LED-Kristallkerzen und wir gucken einmal gerne hier rum, was für Bastelideen wir für euch mitgebracht haben. Genau, und zwar, wenn man das Ganze jetzt zum Beispiel in Rot gestaltet, als Adventskranz vier Kerzen dann einmal nochmal gestalten, kann man immer schön an jedem Advent eine anmachen. Das Ganze haben wir hier mal in Rund gestaltet mit den Tabletts, die sind in der Empfehlung. Aber ihr könnt das Ganze natürlich auch länglich gestalten mit unserer Tauchfarbe. Also entweder in Rot die Tauchfarbe oder hier haben wir dieses wunderschöne Pink hier einmal gewählt und dann auch nochmal mit den Schmucksteinbordüren das Ganze weiter veredelt. Auch hier wieder eine tolle Idee für den Adventskranz. Schön. Aber wir haben noch weitere Ideen, wie wir das Ganze weiter gestalten können. Und zum Beispiel hier einfach mal mit einem süßen Wichtel als Kantenhocker. Das ist eine ganz, ganz tolle Idee. Oder aber man macht sich so einzelne Kerzen. Die kann man natürlich auch wunderbar weitergestalten. Hier haben wir das Ganze mal in Blau gemacht und dann auch hier schön nochmal weitergestalten. Wir können das Ganze natürlich auch hier nochmal die in die Diagonale gehen oder wir bleiben nur in dem einen Schwung. Das sieht natürlich auch klasse aus. Premium-Transfers kann man hier super drauf machen. Und hier Diamond Painting. Ach, schön. Also da ist wirklich unser Tipp, transparente Tauchfarbe in Kombination Glasmalfarbe, Sticker, Diamond Painting, Schmucksteine oder auch, das haben wir gleich in den Empfehlungen, eine ganz besondere Strassbordüren-Sortierung, die zu unseren Tauchfarben super passt. Ich habe sie weggezogen. Ich habe ganz schnell wieder hingestellt. Problem. Also tolle Ideen mit unseren LED-Kerzen, die ihr jetzt nutzen könnt, vielleicht als Geschenk, als Dekoration oder vielleicht sogar als Dankeschön, Adventskranz für den diesjährigen Advent. So, also man sollte das natürlich nicht hochhalten, sondern einfach bei sich dann auf dem Platz stellen. Und hier verbirgt sich wieder die Kieferngirlande. Also auch das ist eine super Ergänzung. Ja, super. Zwei wieder. Hier auch übrigens. Also toll, mit der Floristik kann man immer jetzt wieder aufbauen. Wir gucken jetzt einmal in die Empfehlungen rein, damit wir auch wissen, was wir alles verwendet haben. Also diese Streudeko mit den Metallic-Flocken, das war ja ganz wichtig, dass wir das heute immer wieder genutzt haben. Die Holzrahmen, da sage ich auch nochmal, Achtung, Achtung, das waren die, die wir mit unseren großen Wabenobjekten kombiniert haben. Der Dekoast, der vorletzte Artikel, der ganz neu ist, wo ihr eure Wabenelemente oder vielleicht auch vieles anderes nochmal kombinieren könnt und aufhängen könnt. Und wir haben sogar Ersatzklingen für den Rollenschneider, falls ihr euch da nochmal was sichern möchtet.
zum Schneiden, aber auch zum Prägen teilweise. Dann gucken wir in die nächsten Termine. Am Mittwoch gibt es wieder den Bastelclub bei QVC um 15 Uhr. Abends dann wieder eine Stunde QVC 2 mit Karins Bastelwerkstatt. Da könnt ihr euch auch wieder tolle Bastelanregungen angucken. Und da sehen wir jetzt schon zwei Live-Show-Termine, ja. Denn wir haben nächste Woche nicht nur Montag Live-Show, sondern auch Donnerstag zwei Shows, die ihr euch angucken könnt. Ja. Also viel Spaß damit. Ich drehe mich mal einmal kurz um, weil ich noch auf was hinweisen möchte. Zwei Shows nächste Woche, freut euch. Wir stehen in den Startlöchern und freuen uns riesig, dass wir nochmal Ende November zweimal mit euch die Woche basteln können. Und wir haben noch unseren Gratisartikel laufen bis zum 30. November. Da habt ihr unseren tollen Effektkarton in diesen matten Tönen, die ihr euch sichern könnt. Ab einem Einkaufswert von 50 Euro könnt ihr euch die sichern. Und damit basteln und gestalten. Die gibt es dann nämlich gratis. Einmalig pro Kunde, einlösbar und natürlich nur, solange der Vorrat reicht. Wir sind am Ende der Sendung. Ja, so schnell geht das manchmal. Jetzt haben wir natürlich noch eine Aufgabe, und zwar zu gucken, wer hat heute unser Gewinnspiel gewonnen. Es hat Riesenspaß gemacht, und bevor wir euch jetzt in die Bastelwoche freilassen und ihr kreativ werdet, erzählt uns doch mal gerne, was euer Lieblingswabenobjekt war. Ja, Patricia, das würde mich auch interessieren. Patricia wählt, glaube ich, das Buch. Ja. Ich bin beim... Das ist so schwierig. Ich wollte gerade sagen, ich finde alle so toll. Oder den Schneemann. Der Schneemann ist auch toll. Und vielleicht auch sogar zweifarbig das Ganze kombinieren. Vielleicht habt ihr noch mal Farbkombinationen oder noch andere Ideen, die wir gerne als Bilder sehen möchten. Wir gucken jetzt gemeinsam rein, wer gewonnen hat. Und dann sehen wir uns erst Mittwoch bei QVC. Und dann natürlich wieder Montag. Und nicht vergessen, wir haben zweimal die Woche nächstes Mal Live-Show. So, und gewonnen hat heute... Karin Wetter! Yay! Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß mit deinem Überraschungspaket. Wir wünschen euch viel Spaß mit den tollen neuen Bastelideen und sagen bis nächste Woche Montag. Tschüss! Tschüss!